Rainer Ohliger, 47 Jahre, Beruf Augenpriester. Der Bruder, Manfred Ohliger, 51 Jahre, Beruf Scherennagler. Zwei Heimarbeiter in einer Werkstatt. Die Werkstatt oder der Kotten ist ein Anbau der Hammerstraße 15 in Solingen-Ohligs. Der Ziegelbau entstand 1900 als frühes Projekt des Ohligser Bauvereins gegen die Wohnungsnot. Die Industrialisierung hatte so massenhaft Arbeitskräfte angezogen, dass sich die Ohligser Bevölkerung von 1871 bis 1910 verdreifachte. In der Hammerstraße wohnten Fabrikarbeiter, aber auch Heimarbeiter, die als Schleifer oder Härter in den am Haus gelegenen Kotten Scheren bearbeiteten. Seit den 60er Jahren montiert Manfred Ohliger hier Scherenteile, Bäcke zu fertigen Scheren. Der Augenpriester oder Ausmacher behandelt ausschließlich die Griffe der Scheren, Augen genannt. Gewöhnlich gelangen die Bäcke von der Schlägerei zum Härter, danach zum Schleifer und anschließend zum Augenpriester. Arbeitsvorbereitung. Die vom Auftraggeber gelieferten und gebündelten Bäcke reiht Rainer Ohliger zur besseren Handhabung auf Stangen. Die Teile der Schere heißen in der Fachsprache Oberbeck und Unterbeck. Ein Beck besteht aus Auge, Halm, Gewerbe, Zeug und Blatt. Nasenhaarscheren, die zurzeit bearbeitet werden, sind gut am abgerundeten Schneidenende zu erkennen. Deutlich auch die schwarzen Augen der Scheren, die nach dem Pliesten, eine Art Feinschleifen, glänzend hell werden. Eine zunächst begonnene Schlosserlehre musste Rainer Ohliger aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Er sah aber, dass sein Stiefvater Kurt Braun als Augenpriester nicht schlecht verdiente. So fiel ihm die Berufswahl leicht. Schmirgelbänder, früher selbst geleimt, heute fertig bezogen, laufen auf Scheiben mit unterschiedlichen Profilen. Jede Augenform verlangt ein eigenes Profil. Beim Pliesten werden die Scherengriffe heiß. Fingerlinge sind ein wirksamer Schutz. Im ersten Arbeitsschritt pliestet Rainer Ohliger die Einsätze. Das sind die Augenpartien, die direkt an den Halm, die Verbindung von Auge und Schneide, stoßen. Aus den Schlägereien kommen die Bäcke mit noch kantigen Augen. Nach dem Pliesten sollen die Kanten verschwunden, die Augenoberfläche rundum glatt und ansehnlich sein. Rainer Ohliger wollte schnell eigenes Geld verdienen. Augenpriester wurde er auch deshalb. Denn der Beruf verlangt weder lange Lehrzeit noch Abschluss. Dafür nahm er die Nachteile, den Schmutz und den etwas eintönigen Arbeitsablauf in Kauf.
Der Beruf hat in den letzten Jahren einige Veränderungen durchgemacht. Zu den Neuerungen zählt auch die Bearbeitung anderer Werkstücke. Also heute bearbeite ich meistens Haut- und Nagelscheren. Es kommen natürlich auch noch andere Sorten wie Bartscheren oder Augenzangen dazu. Und früher habe ich also nur chirurgische Scheren und Instrumente gemacht. Leider sind die Firmen also irgendwie pleite gegangen. Ich muss also fleißiger oder auch mehr arbeiten, um den gleichen Lohn zu bekommen, den ich früher hatte, ja. Weil die chirurgischen Sachen überhaupt als solches teurer waren im Grundpreis. Auch der Augenpriester spürt, dass durch die Rationalisierung in den Fabriken die Aufträge für Heimarbeiter zunehmend magerer ausfallen. Die Arbeitgeber, die kamen also meistens alle zu mir. Meistens hatte ich also zwei, drei und jeder wollte also als erster seine Ware fertig haben. Und heute ist es also so, dass man also immer die Ware holen muss, weil sie halt eben auch den Fahrer, der die Sachen bringt, eingespart. Den Kotten in der Hammerstraße mietete in den 50er Jahren Kurt Braun. Mit den Stiefsöhnen baute er die frühere Schleiferwerkstatt um, richtete sie ein und installierte die vorhandenen Pliestböcke samt Transmission. Die Brüder Ohliger wissen die gemeinsame Werkstatt der halbierten Miet- und Energiekosten wegen zu schätzen. Während der erste Pliestbock mit eigenem Motor läuft, werden ein zweiter und der Schleifbock des Scherennaglers vom Hauptmotor über Transmission angetrieben. Dieser Pliestbock ist für den zweiten Arbeitsgang mit einer Lappenscheibe ausgerüstet. Statt eines Bandes sorgt hier ein Leimschmirgelauftrag direkt auf der Scheibe für den Schliff des Auges. Meist zu Beginn des Arbeitstages erneuert Rainer Ohliger diesen Auftrag, der bei Dauernutzung stark verschleißt. Bis 1970 leimte er auch die Bänder zum Innenpliesten und die Pliestscheiben für die Einsätze alle selbst. Ein zeitraubendes, mühseliges Geschäft. Früher wurde das also alles geleimt. Da war man also samstags nachmittags hier, vorgeleimt, sonntags nachmittags nochmal geleimt, damit es trocken wird. Je nachdem, wenn der Leim nicht gehalten hat, dann ging der ab. Oder die Bänder, die wurden auch noch zusammengeleimt, die sprangen einen kaputt. Ja, dann hat man also die ganze Arbeit umsonst gemacht. Da konnte man also Montag wieder die Bänder mit nach Hause nehmen, weil die dann zu Hause warm ist am Ofen. Ne? Und dann wurden die nochmal zusammengeleimt und nochmal fest zusammengedrückt. Und dann ging es dann noch einmal. Ne? Beim Pliesten des restlichen Außenauges werden jeweils ca. 20 Böcke gleichzeitig bearbeitet. Die Hilfsstange mit ovalem, augenangepasstem Durchmesser dient hierbei als Führung. Um die gesamte Oberfläche gleichmäßig zu behandeln, richtet Rainer Ohliger die Augen zunächst frontal gegen die Scheibe und dreht sie dann nach beiden Seiten, sodass die Maschine auch die verdeckten Partien erreicht. In den meisten Heimarbeiterfamilien entlasten Frauen und Kinder die Männer durch Teilarbeiten, so auch bei den Ohligers.
Ja, und dann habe ich hier als Schuljunge angefangen, bei meinem Vater mal erst als Lieferer. Habe mir da also Taschengeld verdient, für jedes Pack eine Mark. Ja, und dann hatte ich so am Wochenende 3 bis 5 Mark. Und dann habe ich gesagt, naja, das kannst du auch mal packen. Ja, dann habe ich mal erst zugeschaut und habe dann die einzelnen Stangen, wenn sie so ziemlich voll waren, wieder runtergestoßen und dann Scheren auf die Stange getan. Auch die Mutter der Olegas übernahm, als die Kinder noch klein waren, Lieferungen und holte das früher wöchentlich gezahlte Lohngeld ab. Außerdem half sie ihrem Mann in der Werkstatt durch Aufstecken, Bündeln und Zählen der Bäcke. Noch heute sorgt sie 2-mal wöchentlich für Sauberkeit in Kotten. Das Augenpliesten ist weitgehend mechanisiert und durch die Entlohnung nach Stückzahl praktisch eine Akkordarbeit. Unproduktive Arbeiten, wie das Umrüsten einer Maschine, ja des gesamten Arbeitsplatzes für den folgenden Bearbeitungsgang, rauben kostbare Zeit. Die Augen bearbeitet Rainer Ohliger immer in gleicher Reihenfolge. Er beginnt mit dem Pliesten von Einschlag und Restrundung des Außenauges, wie gesehen. Nach dem Umrüsten fährt er mit dem Innenauge fort. Üblich sind 2 Durchgänge. Im ersten wird grob, im zweiten fein gepliestet, mit Schmirgel anderer Körnung. Feinpliesten und Bearbeitung des Innenauges erledigen immer häufiger spezielle Anlagen in den Fabriken. Ständiger Maschinenlärm lässt keine Unterhaltung zwischen den Brüdern zu. Auch gleichzeitige Pausen gibt es wegen der unterschiedlichen Arbeitsrhythmen kaum. Daher ist das gemeinsame Mittagessen bei der Mutter eine angenehme Arbeitsunterbrechung. Innenpliesten. Je 2 in das Pliestband eingefädelte Bäcke bewegt Rainer Ohliger einzeln nach allen Seiten, um nach kurzem Prüfen das nächste Paar aufzunehmen. Die scheinbar leichthändigen, ja spielerisch wirkenden Bewegungen gehören entgegen dem Eindruck zu den schwierigsten Tätigkeiten des Berufs. Anlernen allein genügt nicht. Den eigenen Rhythmus findet jeder Augenpriester erst nach längerer Praxis selbst heraus. Ein geübter Augenpliester kann in der Stunde 200 Scherengriffe innen pliesten. Seine Tagesleistung für Grobpliesten von Innen- und Außenauge liegt bei 1000 Stück. Seit 1959 arbeitet Rainer Ohliger als Augenpliester in der Hammerstraße. Nach über 30-jähriger Berufsausübung bedrücken ihn jetzt Zukunftssorgen. Ich würde es auch keinem jungen Menschen empfehlen, diesen Beruf zu erlernen. Denn
Die Aufträge werden immer weniger, ich sehe es ja selbst bei mir auch. Und die Konkurrenz vom Ausland, sei es auch von Fernost, die ist also immer größer, weil ja also eben die Stundenlöhne und die ganzen Abgaben da bedeutend weniger sind. Ja, also mir, ich als Augenbläser, wird mir also eine Zeit von 10, 12 Jahren geben, wenn ich überhaupt das noch durchhalte. Ja. Im 19. Jahrhundert litten Schneidwarenarbeiter, vor allem Schleifer, häufig an Berufskrankheiten wie Silikose, bis schließlich der Einsatz von Ventilatoren angeordnet wurde. Ja, diese Ventilation, die braucht also jeder Heimarbeiter, alleine durch diesen Staub, den man ja sonst irgendwie auffangen muss. Denn sonst hat man also hier den Staub hier in der Bude oder im Kotten und man hat ihn dann auch in den Kleider und in den Haaren. Frühstückszeit. Morgens und nachmittags macht Rainer Ohliger eine Viertelstunde Pause. Manfred, wann fährst du zur Firma Feiring? Am Vormittag nicht, nach Mittagessen fahre ich. Kannst von mir die Schere da mitnehmen, falls es mal eine neue gibt, ja. Ja, ist gut, ich frage den dann, nimm die da mit gleich. Gut. Pausenende. Vormittag will der Augenpriester noch einen Satzbecke mit der Bürste behandeln. Bei Scheren gehobener Qualität schließt das Bürsten an das Feinpliesten an. So wie der Augenpriester die Scherengriffe beim Bürsten gegen die Scheibe drückt, ähnelt der Vorgang dem Pliesten der äußeren Augenrundung. Allerdings bürstet er jetzt das gesamte Außenauge, Einsätze und Restrundung in einem Durchgang. Die früher verwendeten Bürsten waren mit Naturborsten besetzt. Heute sind sie größtenteils aus Draht. Als Gleitmittel dient Polierfett. Die fertig bearbeiteten Bäcke, je nach Auftrag, Teil, grob oder fein gepliestet, sowie gebürstet, liefert Rainer Ohliger beim Auftraggeber ab, der sie im Betrieb oder durch andere Heimarbeiter weiter behandeln lässt. In der Vergangenheit gaben Schneidwarenarbeiter der Heimarbeit häufig den Vorzug gegenüber der Betriebstätigkeit, da sie Zeiteinteilung, Arbeitseinsatz und Auftraggeber selbst bestimmen konnten. Die Konkurrenz auf dem Schneidwarenmarkt drängte die Firmen ab den 50er Jahren zur kostengünstigen maschinellen Produktion. Dies schränkte die Freiheit der Heimarbeiter zunehmend ein. Vor 15 Jahren noch konnten sie den Auftraggeber wechseln, wenn etwa die Qualität der gelieferten Ware nachließ. Bei der heutigen Auftragslage dürfen sie dagegen nicht wählerisch sein.
Kleine Betriebe sind fast verschwunden. Zu den größeren Solinger Firmen gehört das Pfeilringwerk Müller und Schmidt, für das auch Rainer und Manfred Ohliger arbeiten. Mehr als zweckdienlich der Bau von 1900 im klassizistischen Stil, der vom Selbstbewusstsein der Fabrikanten als neuer Elite des Industriezeitalters zeugt. Für Scherennagler Manfred Ohliger ist heute Liefertag. Das Werk, das Maniküreartikel und Stahlwaren herstellt, in der Hauptsache Scheren, beschäftigte 1991 rund 200 Betriebsarbeiter und 30 Heimarbeiter. Gerhard Bös, ehemals Scherenhärter, heute Produktionsleiter. Er nimmt auch die bearbeiteten Werkstücke von Heimarbeitern entgegen und gibt neue aus. Morgen. Morgen. Ein Paket? Jawohl. Paket, nagelschwer. Bei jeder Lieferung überprüft Herr Bös die Warenqualität anhand von Stichproben. Bevor die fertigen Scheren das Werk verlassen, werden sie kontrolliert. Dabei behebt man auch kleine Mängel. Gerhard Bös macht inzwischen die Papiere für den neuen Auftrag von Herrn Ohliger fertig. Die Rosa-Karte, Laufzettel genannt, begleitet die Ware von Bearbeiter zu Bearbeiter bis zur Fertigstellung. Eine identische grüne bleibt in der Artikelkartei der Firma. Auf dem Laufzettel werden Warensorte, Fertigungsschritte, Bearbeiter und Termine vermerkt. Als Beleg für seine Leistung erhält Manfred Ohliger den gelben Lohnzettel. Bitte schön, ein neues Paket. So, schön zusammen. Tschö. Zurück in der Werkstatt. Gegenüber der kurzen Anlernzeit des Augenpriesters musste der Scherennagler eine dreijährige Lehre mit Gesellenprüfung abschließen. Manfred Ohliger arbeitete noch 3 Jahre im Betrieb, entschloss sich dann aber für die Heimarbeit. Ja, ich hatte mir das mal angesehen bei anderen Heimarbeitern, die als Scherennagler tätig waren in Heimarbeit. Da habe ich dann Spaß gefunden, weil mich das lockte, erst mal mehr Geld zu verdienen in der Firma. Und man war so ein freier Mann. Man konnte seine Arbeit sich selber einteilen. Konnte machen, was man wollte da. Ne? Musste zwar auch arbeiten, um sein Geld zu verdienen. Geschenkt bekommt man auch nichts. Ne? Bloß man war natürlich ein freier Mann. Wie sein Bruder legt sich Manfred Ohliger die Lieferung der Bäcke, 300 bis 500 Stück pro Paket, stangenweise zur Bearbeitung bereit. Im ersten Arbeitsschritt zieht er die noch etwas überständigen Schneiden, die sogenannten Waten, mit einem ölgetränkten Arkansasstein ab. Je 10 Bäcke zieht er zügig nacheinander ab. Gerade so viel, wie auf den Mittelfinger der linken Hand passen.
In früheren Jahrzehnten arbeiteten Heimarbeiter gelegentlich am Wochenende und feiertags. Zum Ausgleich machten sie am Montag blau. Die Arbeitszeiten der Brüder Ohliger weichen dagegen heute kaum von denen ihrer Betriebskollegen ab. Ich arbeite heute regulär so quasi 8 Stunden arbeite ich am Tag. Wenn ich eilige Scheren habe, die sehr eilig sind, kommt auch schon mal vor, dass ich 10 Stunden am Tag arbeite. Oder wie vor Weihnachten, wenn die Weihnachtsaufträge da sind, dann arbeite ich auch schon mal samstags Vormittag. Aufgabe des Scherennaglers ist es, die bereits fertig geschliffenen, gepliesteten und vernickelten Bäcke zu montieren und zu kontrollieren. Vor dem Zusammenfügen der Scherenhälften pinselt Manfred Ohliger Öl unter die Gewindeöffnung im Unterbeck. In der Bohrung des Oberbecks sitzt später der Kopf des Scherennagels. Statt der früher vom Scherennagler angefertigten Nägel verwendet man heute für viele Scheren Schrauben. Die Bezeichnung hat sich jedoch für sie erhalten. Babyscheren allerdings, die der Scherennagler zurzeit bearbeitet, werden mit normalen, gewindelosen Nägeln zusammengefügt, die sich beim Eindrehen in das Gewinde des Unterbecks selbst einschneiden. Die auf das Einzelstück genau abgestimmte Tätigkeit des Scherennaglers ist eine ausgesprochene Fachhandarbeit, die sich durch Maschinen nicht ersetzen lässt. Der Scherennaglerberuf scheint daher im Gegensatz zu dem des Augenpriesters auch in Zukunft gesichert, wobei für die Heimarbeiter Einschränkungen gelten. Der Zylinder des Eindrehgerätes schiebt das Werkstück dem rotierenden Schraubenzieher entgegen. Rechts dreht Manfred Ohliger durch die Handkurbel den Schraubenzieher. Links führt er per Fußhebel den Zylinder. Wie sein Bruder beklagt auch Manfred Ohliger die schwindenden Aufträge. Obwohl Scherennagler als Betriebsarbeiter gesucht sind, haben es die Heimarbeiter unter ihnen schwer, denn sie sind als Erste von den Konjunkturschwankungen der Branche betroffen. Die Überstände der Nägel kneift der Scherennagler ab. Auf der Handspindelpresse, der Knippe, werden die noch scharfkantigen Enden vernietet oder gedöppt. Es entsteht ein gewölbter, glatter Abschluss.
Manfred Ohliger montiert heute hauptsächlich Haut- und Nagelscheren. Früher hatte ich Ladescheren gemacht, chirurgische Scheren, chirurgische Klemmen genagelt. Heute habe ich mich nun ganz auf Manikürscheren spezialisiert. Das für Heimarbeiter dann ein einfaches Arbeiten ist, als wie wenn man immer wechseln muss von große auf kleine Scheren. Zeugschleifen am Korundstein. Das Zeug muss absolut passgerecht geschliffen werden, damit die Schere nicht sperrt, sondern sich vollständig schließen lässt. Die Berufsbezeichnung von Manfred Ohliger lautet Scherennagler oder auch Scherenkontrolleur. Der eine Begriff betont die Montage, der andere die ebenso wichtigen Prüf- und Korrekturarbeiten an den Scheren. Mit geschultem Blick und dem Gespür in den Händen, wann eine Schere richtig geht, untersucht Manfred Ohliger jede Schere. Die genau berechneten Schläge auf Augen, Halme und Warten der Schere zielen auf eine optimale Stellung der Becke. Optimal bedeutet, die fertig gerichtete Schere muss sich unter leichtem Druck genau passend und funktionsgerecht schließen lassen. Nach einem ersten Prüfen, Anziehen und Lockerung des Scherennagels, je nach Sitz. Halm setzen, durch auf- und seitliches Gegenhämmern. Schneide richten, mit Schlägen auf den Rücken des Scherenblattes, damit die Schere richtig schneidet. Dazwischen ständige Kontrolle der Arbeitsergebnisse. Abrichten heißt Maßarbeit am Einzelstück. Arbeitsaufwand und Handgriffe variieren. Sie richten sich nach der Abweichung der jeweiligen Schere vom angestrebten Endergebnis.
Nach dem Abrichten nimmt Manfred Ohliger wieder am Schleifbock Platz. Er muss die Warten und Spitzen der Scheren nachschleifen. Den Grundschliff erhielten die Warten bereits durch den Schleifer. Der Scherennagler gibt ihnen nun den letzten Schliff. Seine Tagesleistung an fertig montierten und kontrollierten Scheren liegt bei ca. 300 Stück. Die ehemals dezentrale, auf unzählige kleine Werkstätten verteilte Produktion der Schneidwaren konzentrierte sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Fabriken. Die Zahl der Heimarbeiter von ca. 13.000 zwischen den Weltkriegen sank in den 50er Jahren radikal. Heute sind es noch etwa 350. Mit dem Arkansasstein beseitigt Manfred Ohliger den Grat, der beim Schleifen der Warten entstanden ist. Letzte Qualitätskontrolle am Nesselstoff. Selbst jetzt sind noch geringfügige Korrekturen nötig. Die Rationalisierung der Schneidwarenindustrie ist noch nicht abgeschlossen. Die technische Entwicklung wird die Heimarbeit und die hochspezialisierten Berufe der Schneidwarenbearbeitung zugunsten der profitableren maschinellen Produktion verdrängen.